1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Meine Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Ich habe hier irgendwas, stimmt bei mir nicht, deswegen gucke ich mich hier um. Irgendwas stimmt hier nicht. Kleinen Moment. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Und wir haben heute Nacht, wie immer mittwochs, eine Freitemennacht. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 5050. Oder ihr könnt mir auch mailen unter domian@wdr.de oder faxen unter 0800 220 50 51. Erster Anruf heute Nacht ist Oliver und Oliver ist 28 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo Domian. Hallo Oliver. Um was geht's bei dir? Ja, gestern war ja das Thema, ich kann es meinem Partner nicht sagen. Das darf mein Partner niemals wissen. Ja, oder so, genau. Genau. Und ja, also ich bin schwul und ich stehe auf Spanking. Also für die, die das nicht wissen, das ist sich versohlen lassen oder andere versohlen. Und ja, wie gesagt. Also, das nennt man Spanking? Ja, Spanking. Sich versohlen lassen? Ja, Spanking. Sich schlagen lassen? Ja, genau. Also das ist aus dem Englischen, Spanking. Ja, was heißt denn das, sich schlagen lassen? Ja, also übers Knie liegen lassen und dann den Hintern versohlen lassen. Zum Beispiel, ja. Ach so, das ist also nicht so eine so ein SM-mäßig, nee, nicht mit Peitsche und so. Peitschen werden, also einige lassen auch, benutzen auch Peitschen, aber es hat nicht so mit SM und in dem Sinn zu tun. Ja, und es ist immer so, dass man übers Knie gelegt wird? Nee, also es gibt da verschiedene Techniken und Arten, ne? Aber man könnte sich auch über einen Stuhl legen. Könnte man auch, genau. Aber es hat immer damit zu tun, dass man so den Po hinstreckt und jemand dann auf den Po schlägt. Ja, genau. Also, und dann gibt es auch ja Gegenstände oder halt die Hand, ne? Also verschiedene. Ja. Ja. Aber es wie Gegenstände und die Hand. Verstehe ich nicht. Ja, also es gibt einige, die benutzen dafür einen Rohrstock auch. Ach so, meinst du das? Ja, ja, klar. Aber es wird immer auf den Po gehauen. Ja, also beim Spanking wohl. Also es kann wohl sein, dass auch jemand, weiß ich, vielleicht auf den Rücken oder auf den Fuß geschlagen werden wird oder so, Fußsohle oder so, aber eigentlich nicht, nee. Ja, also das Spanking definiert sich so, wie wir es gerade beschrieben haben. Ja, genau. Habe ich so auch noch nicht gehört, muss ich dir sagen. Nicht? Nee. Nee. Ja, ist auch, also wir sind auch irgendwo eine Randgruppe in einer Minderheit, wie man das so schön sagen soll. Wie erkennt man sich denn da? Wie kommuniziert man da miteinander? Ja, es ist so eigentlich schwierig, ne? Also ich komme noch nicht gerade aus einer Großstadt und das ist so sowieso schwierig, Leute kennenzulernen. Und irgendwann hatte ich mal in einem Heft, als ich dann noch so weit war, da war da mal so eine Annonce drin, wie jemand das also offen danach gesucht hatte. Und da habe ich mich mit denen in Verbindung gesetzt und dann hatte ich erfahren, es gibt in Berlin einen Verein. Ein Spanking-Verein? Ja, überwiegend. Der nennt sich Böse Buben. Ja. Der eine oder andere eben schon mal gehört. Die machen Abende. Aha. Und zweimal im Monat halt auch eben Spanking-Abende. Aha. Und da ist es halt, weil es der einzige Verein in dem Sinn so ist, ist es halt so, dass aus ganz Deutschland und teilweise auch aus dem Ausland Leute da hinkommen. Das sind dann richtige Spanking-Partys, ja, oder so? Ja, richtig, genau. Wie skurril. Dann sitzen die Männer da. Es sind nur Schwule, ne? Oder? Ja. Ja. Und versohlen sich gegenseitig in den Hintern. Ja, das kann man so sagen, ja. Und was ist daran sexuell und erotisch? Ja, die Frage habe ich mir schon, gerechnet, dass die Frage kommt. Was ist daran erotisch? Also ich mag erstmal auch das Geräusch. Und das Klatschen. Ja. Und es ist aber auch irgendwo, es ist natürlich auch ein Spiel, also so von wegen mit sich jemandem ausliefern und auch selber so, ja, so eine bestimmte Grenze zu erreichen. Und sich da irgendwie einfach auch so gehen lassen zu können. Ja, also wenn ich mir das so vorstelle, ich lege mich dann über die Knie von jemandem und lasse mir den Hintern versohlen. Ja. Mit der Hand, mit dem Rohrstock, mit was? Ich hatte gerade mit was auch immer. Ja. Wie geht das denn dann weiter? Dann liege ich da unbequem, kriege die Schläge auf den Po und dann? Ja, das liegt halt immer am Ermessen, ne? Also was daraus. Also es geht dann schon über in eine sexuelle Handlung. Ja. Das heißt, dich macht das,
dich macht das schon geil. Ja, mich macht das geil. Dich macht das geil. Und irgendwann wird der Körper rumgedreht und der Po kommt nach hinten und man beschäftigt sich mit der Vorderseite, oder wie? Unter anderem, ja. 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 Also ich meine, es ist natürlich da in dem Verein, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen schwierig, ne? Weil natürlich, es sind da mehrere Leute und es ist auch nicht so, dass man sich da in dem Raum großartig abschließen kann. Also es ist hinten so ein größerer Raum und es sind so zwar kleinere Teile, wo man sich so ein bisschen zurückziehen kann, aber weil natürlich nicht immer alle gleichzeitig zugange sind, laufen dann halt auch andere da so durch und gucken mal so ein bisschen. Also man hält zwar so ein bisschen Abstand, aber und da... Also das endet dann nicht in einer Gruppenorgie? Nein. Also es machen dann meist immer schon zwei zusammen was. Und aber ist ja schon sehr skurril, ne? Da treffen sich erwachsene Männer. Wie viele sind das dann ungefähr so im Durchschnitt? Ja, sag ich mal so zwischen 30 und 50. 30 und 50 Männer versohlen sich gegenseitig den Hintern, sind dabei, werden dabei sehr geil, unterdrücken das aber ein bisschen, weil das dann da doch in gewisser Weise eine Öffentlichkeit ist. Mhm. Ist schon ein bisschen schrill, ne? Oder? Ja, doch, vielleicht. Ich finde das schon, ja. Ja. Ja, aber das Thema hieß ja gestern, das durfte mein Partner niemals wissen. Ich schließe daraus, dass du in einer Partnerschaft bist. Ja. Und dass dein Partner das niemals wissen darf. Ja, ich weiß es nicht, ob er es wirklich wissen dürfte. Ich bin halt noch nicht so weit, weil es eben... Wie lange bist du mit ihm zusammen schon? Ja, jetzt ein bisschen über ein Jahr. Ist ja schon eine ganz gute Zeit. Ja, doch. Ja. Und da kennt man sich ja auch schon in einem gewissen Maße und kann so abschätzen, wie der andere drauf ist. Ja. Ne? Ja, vielleicht mache ich mir auch unnötig Sorgen, aber es ist so, ich bin normalerweise eigentlich ein Mensch, der voll im Leben steht mit beiden Beinen und auch eigentlich weiß, was er will und auch sich nicht so leicht was sagen lässt. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht, selbst wenn er es akzeptieren würde, hätte ich einfach dann irgendwo die Angst, dass er mich so nicht mehr ernst nimmt. Weil es ja, wenn er das mal mit mir praktiziert, ja. Weil es schon, wie ich es auch reagiert habe, vielleicht für den einen oder anderen und so auch für deinen Freund, befremdlich oder skurril wirkt. Ja. Bist du ihm denn jetzt in diesem einen Jahr Sparking-mäßig fremdgegangen? Spanking-mäßig fremdgegangen, ja. Ja, jein, sagen wir es mal so. Also was heißt das? Ich war einmal hin, also nach Berlin und hab da auch was gemacht, Spanking-mäßig, bin aber nichts weitergemacht. Also du hast ihn nur hinter versohlen lassen? Ja, richtig. Es ist zu keiner Ejakulation gekommen? Nein. Und es ist ja auch so, das Schöne daran ist auch dass man sich so nach einer Zeit da auch dann kennt und so auch so ein bisschen quatscht und es ist so ein bisschen, hat auch so ein bisschen familiäre Atmosphäre. Aber ich muss es jetzt doch nochmal nachfragen, weil ich das nicht so richtig nachvollziehe. Da ist Oliver, 28 Jahre alt, wohnhaft irgendwo in Deutschland, ist in einer festen Beziehung und fährt dann auf diese Party, lässt sich den Hintern versohlen über einen gewissen Zeitraum, empfindet dabei eine Erotisierung und belässt es dann aber dabei und geht dann nach Hause in sein Hotel und hat da Spaß mit sich selbst, oder wie? Ja, also wie gesagt, weil ich jetzt ja in einer Beziehung bin, war das halt so ein Punkt, so weit nicht gegangen. Ah ja, verstehe. Ich meine, ansonsten könnte man ja auch zum Beispiel danach, man kann es da ja machen, das ist ja nicht verboten. Ja, verstehe. Und man könnte ja auch sagen, wir gehen jetzt beide ins Hotel und machen da halt, was man unter vier Augen sein möchte. Aber weil ich halt eben in einer Beziehung bin, habe ich halt, Also du warst jetzt bisher einmal in Berlin, hast du das einmal gemacht in Berlin? Auf dieser Party? Ich war häufiger da, aber halt in der seitdem ich mit ihm zusammen bin, einmal. Einmal, Man hat natürlich auch, also wusste, dass ich in Berlin bin, aber wusste nicht, wo ich da genau bin. Ne? Also das hält sich ja alles noch in Grenzen, die Heimlichkeiten. Ja. Und das ist ja auch noch nicht so ausgewuchert. Nee. Also ich finde das generell ein bisschen seltsam, aber ich finde es keineswegs schlimm oder dass man jetzt denkt, mein Gott, ist er pervers oder so. Ich finde es auch eher ein bisschen zum Schmunzeln, ohne mich über dich lustig machen zu wollen. Fast schon putzig ein bisschen. ja, putzig. Ein bisschen putzig finde ich das. Sag es deinem Freund. Sag es ihm. Das ist blöd, solche Heimlichkeiten da zu hüten und so zu schüren wegen so einer doch relativen Kleinigkeit. Du musst ja auch lügen, wenn du nach Berlin fährst und vielleicht findet er es ja sogar interessant und ihr versucht es auch mal in eurer Beziehung. Ja. Könntest du dir das vorstellen, dass er es bei dir macht? Ja. Ja.
vorstellen schon, aber es war halt immer die Angst und die Befürchtung, dass er es vielleicht nicht verstehen könnte, was ich gar nicht unbedingt so sehr glaube, aber dass er mich vielleicht auch im normalen Umgang dann nicht mehr so ernst nimmt oder vielleicht nicht. Ein anderes Bild von mir. Nein, glaube ich nicht. Ja, glaube ich nicht. Also so glaube ich. Bist du denn eher der Passive, der sich da hinlegt über die Beine oder schlägst du auch gerne mal auf den Po? Na, ich bin eigentlich eher passiv. Eher der Passive, habe ich mir schon so gedacht. Ja, ist auch eher so, wenn du jetzt Rollenspiel machst und so, ich bin einer der Jüngeren. Ja. Also es fängt so ab 20 an und so und dann passt es auch nicht. Ne? Ja, ist klar. Ja. Also du hast gerade im Nebensatz irgendwie so gesagt, eigentlich glaubst du nicht, dass er das so schlimm findet. Nee, es ist glaube ich eher, dass ich aus den gerade genannten Gründen derjenige bin, der es nicht sagen will. Ja. Also aus dem Grund, dass ich halt irgendwie mehr Angst habe, dass er dann irgendwie mich vielleicht nicht mehr so ernst nimmt. Oder raus mit der Sprache, sag's ihm und vielleicht habt ihr dann noch eine zusätzliche nette Bereicherung eurer Sexualität. Ja, könnte sein. Ne? Also raus damit. Frage am Ende noch, gibt es das nur bei Schwulen oder hast du mitbekommen, dass das bei Heteros auch irgendwie... Es gibt auch bei Heteros. Es gab sogar mal eine Zeitschrift, wo das so war, also wo Männer Frauen oder Frauen Männer versucht haben. Ah ja. Ich weiß nicht mehr genau den Titel, aber gibt es auch, ja. Gut, wir haben was Neues gelernt. Ja. Und ich bin gespannt, wie dein Freund reagiert. Wenn du magst, kannst du dich ja nochmal melden, dann reden wir nochmal drüber. Ja, gerne. Ja? Alles Gute, Oliver. Tolle Sendung, ne? Dankeschön. Macht weiter so. Okay? Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 220 5050, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Wir haben eine freie Themennacht heute. So wie auch morgen. Morgen ist unsere Sendung auch offen für alle eure Themen. Und wir fangen schon um 11:45 an im WDR-Fernsehen, nicht im Radio. Und ihr könnt um 11:45 schon anrufen. Dann sind die Leitungen geschaltet und könnt euch anmelden zum Gespräch. Also morgen beginnt die Sendung nach dem Kanzlerbungalow um 11:45 im WDR-Fernsehen. Jetzt geht's weiter. Frage ich meine Regie. Jetzt geht's weiter, frage ich meine Regie. Meine Regie ist nicht... Also irgendwas stimmt hier mit meiner Technik nicht. Jetzt höre ich nämlich schon meine Regie nicht mehr und höre mich sowieso hier irgendwie ein bisschen seltsam. Ich glaube, die Regie hat den Knopf falsch gedrückt. Deshalb habe ich auch hier den Ton nicht richtig auf dem Kopfhörer. Wenn ihr vielleicht euren Knopf nochmal drücken würdet. Ihr Lieben, wir machen mal kurz Musik. Irgendwas stimmt hier wirklich überhaupt nicht. Wir machen kurz Musik und beheben das Problem mal eben. Ihr Lieben, neuer Versuch, aber es klappt wieder nicht. Jetzt habe ich eine Seite gar nicht, höre ich gar nichts hier.
Das ist aber wirklich unangenehm heute. Wir machen mal weiter mit Letizia. Ich höre nur auf einem Kanal, das heißt, ich werde vielleicht immer wieder mal nachfragen. Aber egal. Letizia, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Letizia. Um was geht's bei dir? Ja, also bei mir war das Problem halt, dass ich von zu Hause abgehauen bin heute. Mhm. Und es war halt der Grund, dass ich halt im 7. Monat schwanger bin. Ja. Dass es halt meine Eltern nicht wissen durften und so. Das ist halt klar, weil ich bin halt Moslem und so. Ja, ist halt eine längere Geschichte, ja. Ja. Und da bin ich halt nachmittags noch vorsorglich zur Polizei gegangen, habe mir dann ein Vorvermerk machen lassen. Ja, das, weil ich traue meinen Eltern auch zu, dass die halt zur Polizei gehen und sagen, sie wurde von ihrem Freund entführt oder so, mhm, ja. Mhm. Da bin ich halt auf Nummer sicher gegangen und habe da halt auch meinen Freund halt aus der Schusslinie geholt, indem ich halt gesagt habe, dass ich freiwillig von zu Hause abgehauen bin. Mhm. Und ja, jetzt sitze ich hier halt bei einer Freundin und da waren meine Eltern noch da, vor einer halben Stunde, die haben hier halt Terror gemacht, ja, wollten unbedingt in die Wohnung rein, da habe ich mich halt im Treppenhaus versteckt, ja, wo mich halt keiner sehen konnte, also ich bin immer noch am Zittern und überhaupt, weil ich halt immer noch Angst habe, ja, weil ich komme mir jetzt total beobachtet vor, ich wollte eigentlich morgen auf die andere Seite von Deutschland fahren, also überhaupt, wo mich überhaupt keiner kennt, ja, und jetzt habe ich halt auch Angst, dass die irgendwie mir auf dem Bahnhof auflauern oder keine Ahnung, weil ich traue meinen Eltern irgendwie alles. Jetzt muss ich dich fragen, weil aufgrund unserer technischen Probleme ich dich nicht sehr gut verstanden habe und auch nicht sehr gut verstehe. Wieso bist du von zu Hause weg? Wieso bist du von zu Hause weggegangen? Ich wurde zu Hause eigentlich nur eingesperrt. Mhm. Das bedeutet, ich musste halt immer putzen, kochen. Ich meine, es ist ja nicht das Ding, warum ich jetzt abgehauen bin, ja. Nur ich hatte halt meine Freiheiten nicht. Ich hatte um 19 Uhr zu Hause zu sein, ja. Und dann Tisch decken und Klappe halten, auf gut Deutsch gesagt. Ja, ich konnte mich halt nie äußern, auch was meine Gefühle angehen oder so, ja. Was heißt denn zu Hause? Wie groß ist die Familie gewesen, in der du gewohnt hast, gelebt hast? Also wir waren zu viert, also meine Eltern und mein Bruder noch. Mhm. Und du bist im 7. Monat schwanger. Genau. Ja. Wo ist der Vater? Der Vater ist im Moment im Urlaub. Der wohnt aber nicht mit in der Familie drin? Nein. Wie kommt das? Wie gesagt, also bei uns Moslems ist es halt so, dass man vor der Hochzeit nicht, dass man vor der Hochzeit weder zusammen schlafen kann, auf gut Deutsch gesagt, oder zusammen wohnen darf. Ja, aber du bist ja schon schwanger. Ja, aber das ist halt passiert sozusagen. Mhm. Gab es deshalb auch Probleme in der Familie, dass du vor der Hochzeit schon schwanger geworden bist? Das weiß ja noch keiner. Ach so, das wissen die alle gar nicht. Ja, deswegen bin ich ja zu Hause die ganze Zeit mit eingezogenem Bauch rumgelaufen. Ah ja, ne, das wusste ich nicht. Mhm. Ja. Ja, deswegen bin ich ja zu Hause die ganze Zeit mit eingezogenem Bauch rumgelaufen. Mhm. Also ist die Ursache, weswegen du abgehauen bist, die Angst, dass das vielleicht bald auffliegt? Und auch die schlechte Behandlung, so wie du es gerade erzählt hast. Ja, genau. Ich meine, ich hatte im November eine Fehlgeburt auch gehabt. Mhm. Und da war ich ja auch schon im 3. Monat gewesen. Und es hat mich natürlich auch sehr mitgenommen. Und ich konnte halt in der Familie auch mit niemandem darüber sprechen, ja. Ja. Und es hat mich halt auch sehr, ich bin halt der Typ gewesen, der alles immer in sich reingefressen hat. Und irgendwann ist mir halt heute der Kragen geplatzt, ja. Jetzt hast du gerade gesagt, bei einer Freundin. Ja. Aber die Familie hat das rausbekommen, dass du bei der Freundin bist. Nein, meine Familie denkt jetzt, ich wäre im Frauenhaus. Ach so. Warum denkt die Familie, dass du im Frauenhaus bist? Ah ja, ich konnte ihr ja nicht sagen, dass ich hier bin, sonst hätten sie mich ja direkt wieder mitgenommen. Mhm. Deswegen. Ja gut, aber auf die Idee zu kommen, ins Frauenhaus zu gehen, ist ja schon auch ziemlich krass, ne? Wie kommen die auf die Idee, dass du im Frauenhaus bist? Also ich habe das so der Freundin von mir gesagt, dass sie das so weitergeben soll, ach so, dass sie halt auch nicht wegen mir jetzt noch mehr Probleme kriegt oder so. Verstehe. Was glaubt denn, was meinst du, was deine Familie, die weiß ja nun nicht, dass du schwanger bist. Nein. Was glaubst du denn, was die denken, was mit dir los ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe immer wieder versucht, mit ihnen darüber zu sprechen, auch über meine Gefühle und überhaupt, ja. Aber es bringt nichts. Also du hast versucht, darüber zu sprechen, dass du dich so unwohl dort fühlst, dass du da einfach die Putze bist und die Köchin und im Alter von 24 Jahren eigentlich ein eigenständiges Leben haben solltest und auch mehr ernst genommen werden wolltest. Genau. Ja. Ich meine, ich wurde ja nur kontrolliert. Ja, wenn ich irgendwo weggegangen bin, hatte ich immer mein Handy dabei zu haben, dass ich halt erreichbar bin. Und wenn ich mein Handy nicht dabei hatte, dann die Telefonnummern mit den Leuten, mit denen ich halt zusammen war, ja. Mhm. Und ich habe das irgendwann nicht mehr aufgehalten. Mhm. Ich meine,
ich bin, wie gesagt, 24 Jahre alt und ich bin alt genug, mein eigenes Leben zu leben. Weiß denn dein Freund, dass du schwanger bist? Ja. Der weiß das? Ja. Mhm. Hast du heute schon irgendwie telefoniert mit deinem Freund? Noch nicht, ich habe ihn noch nicht erreicht. Mhm. Meinst du denn, dass du deinen Freund auf deiner Seite hast oder ist es jetzt für den auch problematisch, dass du aus der Familie rausgegangen bist? Nein, im Gegenteil. Also er hat genauso gelitten wie ich. Also von daher, er hat auch gesehen, in was für ein Zustand ich war. Ich war meistens nur noch am Heulen, wenn ich bei ihm war und das hat ihn ja genauso mitgenommen. Ja. Von daher. Aber ich meine, das ist ja schon mal sehr gut, dass der Zusammenhalt zwischen dir und deinem Freund da ist. Ja. Ne, dass du dich auf ihn verlassen kannst, dass ihr euch liebt, nicht, dass da auch noch Probleme sind. Das heißt, du hast ja eigentlich eine Perspektive, wenn du dich jetzt aus der Familie rauslösen möchtest, dass du dann mit deinem Freund einfach zusammen bist und ihr versucht, ein eigenes Leben aufzubauen. Ja, auf jeden Fall. Nur das Problem ist halt im Moment, dass ich nicht weiß, wohin, weil ich kann ja nicht ewig und 3 Tage bei meiner Freundin bleiben und mein Freund wird jetzt ja irgendwann auch dann stinken und sagen, hier, wenn du schon abgehauen bist, dann ziehen wir zusammen und so, ja. Aber ich habe null Ahnung, wohin. Ich habe keine Ahnung. Wo wohnt denn der Freund im Moment? Der ist im Moment in Urlaub bei seiner Familie. Ja, ja. Aber hat er hier eine eigene Wohnung? Ja. Ach so, na gut. Das ist ja schon mal eine Option, oder? Ja, gut. Aber ich kann ja jetzt auch nicht zu ihm ziehen oder so, weil ich halt immer Angst habe, dass meine Eltern halt da irgendwann vor der Tür stehen, weil sie genau wissen, wo der wohnt. Das heißt also im Klartext, du hättest wirklich nur Ruhe, oder ihr hättet nur Ruhe, wenn du zusammen mit deinem Freund wirklich, wie du es gerade auch schon am Anfang angedeutet hast, ganz woanders hingehen würdet. Genau. Mhm. Gibt es denn keinen in der Familie, die Mama vielleicht? Oder? Nee, niemanden. Nee, überhaupt nicht. Also im Prinzip hast du so richtig die Faxen dicke. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, der steht wirklich bis oben. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt auch keinen, mit dem du mal reden könntest in der Familie, dass sich das vielleicht ein bisschen einrenkt, gar nichts. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So, dann ist ja die Überlegung, vielleicht auch in ein Frauenhaus zu gehen, gar nicht mal so falsch, oder? Ja, gut, aber es geht ja jetzt nur darum, dass du erstmal, wann kommt dein Freund aus dem Urlaub zurück? Also ehrlich gesagt ist er gar nicht im Urlaub. Warum erzählst du mir dann, dass er im Urlaub ist? Weil ich halt einfach Angst habe. Mhm. Ich habe einfach nur Angst im Moment. Ja. Er ist zwar hier, ja, aber er dürfte eigentlich gar nicht hier sein. Es wird immer komplizierter. Ja. Ja, aber das heißt doch, hast doch jetzt jemanden, der dir dann helfen kann. Dein Freund ist da. Ja, aber er hat ja selber keine Bleibe. Er weiß ja selber nicht, wohin. Aber du hast gerade gesagt, er hat eine Wohnung. Er ist auf gut Deutsch gesagt illegal hier. Und er hat bei mir in einer Wohnung gelebt, die ich angemietet habe. Mhm. Und ich durfte halt nicht zu ihm ziehen. Mhm. Ich habe halt zwar die Wohnung bezahlt und alles, ja, aber er hat halt keine Chance gehabt, ja. Und er ist, seitdem ich von zu Hause weg bin, den ganzen Tag auf der Straße gesessen, weil er halt, weil sein Freund, bei dem er übernachten wollte, erst um 11:30 abends Feierabend hat, ja. Also haben wir jetzt ein ganz neues Problem zusätzlich. Tut mir leid, aber ich habe mich halt nicht getraut, das irgendwie zu erwähnen oder so, weil ich halt Angst habe. Aber das macht das Ganze ja noch viel komplizierter. Er ist illegal hier. Das heißt, da ist noch ein ganz anderes großes Problemfeld, was man gar nicht jetzt so schnell mit ein paar Ratschlägen lösen kann. Ja. Ne? Und du hast das akute Problem im Moment, wohin? Wohin? Wo soll ich sein? Die genau, Familie. Weil wenn ich jetzt ins Frauenhaus gehen würde, wird er auch auf der Straße sein und das kann ich nicht bringen, Also, ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, Letizia. Mhm. Wir werden uns mal ein bisschen eingehender Gedanken machen über deinen Fall. Mhm. Und zwar jetzt gleich noch. Und wir werden dich gleich zurückrufen. Boah, das wäre super. Wir haben ja jetzt diese Telefonnummer, unter der du erreichbar bist. Genau. Und dass wir vielleicht vorübergehend eine kleine Lösung finden. Boah, das wäre super, weil ich bin echt am Verzweifeln. Also. Mhm. So machen wir das. Alles klar. Du legst bitte auf. Alles klar, machen. Und wir rufen dich gleich zurück. Alles klar. Und ich wünsche alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt machen wir nochmal kurz Musik, um in der Hoffnung, dass wir vielleicht das Problem hier lösen können. We'll be right back.
ihr Lieben, wir bitten vielmals um Entschuldigung. Ich hoffe, dass wir das Problem jetzt gelöst haben. Das technische Problem ist es immer noch nicht optimal, aber ich glaube, wir kriegen die Sendung so hin. Jetzt bin ich verbunden mit Melanie und Melanie ist 16 Jahre alt. Hallo? Hallo. Hallo Melanie. Dein Thema? Also ich habe eine heimliche Beziehung. Ja. Und mein Freund, der hat halt eine Freundin und die sind jetzt schon über anderthalb Jahre fast verlobt. Und meine Beziehung zwischen ihnen, das geht aber auch schon fast ein Jahr, über ein Jahr. Die beiden sind anderthalb Jahre zusammen? Ja. Und du ein Jahr? Ein Jahr, ein bisschen über ein Jahr. Ja. Wie alt ist er? 24. 24. Hm. Und die Freundin hat überhaupt keine Ahnung? Nee. Überhaupt keine Ahnung. Also sie weiß, dass wir vorher mal richtig zusammen waren, eine Woche lang. Mhm. Und also sie hat mal einen Verdacht gehabt, dass was war, aber da hat er sich rausgeredet, dass es nichts ist. Mhm. Wie sieht denn jetzt euer, ich sag mal, heimlicher Kontakt, wie sieht er aus? Ja, also er ruft mich an oder so, ob ich vorbeikomme. Ja. Und dann komme ich vorbei und da reden wir und gucken Fernsehen und naja, dann landet man halt meistens in der Kiste. Ja, und wie oft passiert das? Zwei, dreimal in der Woche, also nicht viel. Hm. Wer weiß überhaupt davon? Also meine beste Freundin nur. Nur die beste Freundin. Hm. Wie hältst du das denn, Melanie, aus? Quasi so seit so langer Zeit schon die Nebenfrau von ihm zu sein? Sehr schwierig, aber ich sag mal, ich liebe ihn über alles und daher... Da wollte ich gerade drauf hinaus. Also es ist nicht für dich nicht nur so eine Sexaffäre. Nee. Für dich ist es schon, da sind Gefühle im Spiel und ja, du sagst, Fall. Ich liebe den. Ja. Wie ist es denn umgekehrt? Ja, ich weiß es nicht, weil er sagt mir jedes Mal, er liebt seine Frau über alles, also seine Freundin. Mhm. Und die ist alles für ihn, er würde sie nie aufgeben im Leben. Das sagt er. Ja. Sagt er denn auch was über die Gefühle zu dir? Er hat mir, also schon früher hat er mir immer gesagt, er liebt mich und so, aber das lässt in letzter Zeit nach, also kaum, dass er es jetzt irgendwie noch sagt oder so. Ist ja schon interessant, ne? Wenn, also er sagt sehr ausführlich und sehr explizit, er liebt seine Freundin, seine Beziehung und über euch und zu dir und über dich sagt er kaum etwas Positives. Ja. Hört sich nicht gut an, Melanie. Ja, ich weiß. Nur ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll. Mhm. Meine Freundin rät mir halt grundsätzlich von ihm ab, ja. Weil erstens der Altersunterschied und ja. Er ist ja auch verlobt mit ihr. Das auch. Also da ist schon, da ist viel geplant für die nächste Zeit. Mhm. Sie sagt ja immer, also meine Freundin, irgendwann schießt er dich sowieso im Wind, weil er wird sie auf jeden Fall behalten. Nur ich weiß halt nicht, wie ich damit umgehen soll. Glaubst du das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mhm. Ich habe, sagen wir mal, ganz große Angst davor, dass es passiert. Du hast jetzt in dieser Zeit, in diesem Jahr, in diesem guten Jahr, hast du keine anderen Geschichten irgendwie laufen gehabt. Da ist, nee. Du hast dich nicht verliebt in jemand anderen, hast nicht geflirtet, war gar nichts. Ich habe mal versucht, eine Beziehung einzugehen, wo wir viel Stress hatten. Mhm. Aber es ging nicht. Das habe ich ihm dann auch gebeichtet, dass da mal was war. Ja. Und na, da hat er erst total wild drauf reagiert. Wie hat er darauf reagiert? Ganz wild, also böse und so. Aha. Und da war er total eifersüchtig, habe ich gemerkt. Mhm. Und naja, und dann haben wir uns halt irgendwie wieder versöhnt und naja, haben halt alles vergessen, was war. Mhm. Guck mal, der tickt ja schon ein bisschen seltsam. Er nimmt sich heraus, dass er eine Freundin hat. Mhm. Wird aber sofort eifersüchtig, wenn du mit irgendjemandem anderen was anfängst. Da stimmt ja was nicht, da ist ja eine Schieflage. Mhm. Hat dich das nicht wütend gemacht, dass er wütend war? Das ja, klar. Ne? Das ist ja völlig ungerecht. Ich habe mir auch darauf angesprochen, was das soll, weil er hat seine Freundin und ich habe nichts, ich habe nur ihn. Mhm. Hast du denn so im Laufe der Jahre, auch oder im Laufe des Jahres, hast du da schon mal so Andeutungen gemacht, dass du eigentlich gerne am liebsten mit ihm ganz zusammen sein würdest wollen und dass er sich trennen soll von seiner Freundin? Nee, so direkt nicht. Nee, eigentlich nicht. Warum nicht? Weiß nicht, ich traue mich nicht, weil ich habe immer vor Angst, dass er sagt, nee und so, es geht nicht und da muss ich halt leider Tschüss zu dir sagen und so, irgend sowas. Weißt du was, Melanie? Was ich dir eigentlich von Herzen wünsche, dass der Schuss sagt. Wenn du jetzt im ersten Moment auch denkst, oh je, und das tut mir sehr weh. Ich habe den Eindruck, aufgrund der wenigen Sachen, die du mir jetzt gerade erzählt hast, dass der dich ganz schön ausnutzt. Dass der sein Ding fährt und dass du nur so eine Nebengeschichte bist. Dass du so ein schönes Betthäschen für ihn bist. Den er ab und zu, dass er ab und zu verführen kann und er seinen Sex hat neben seiner Hauptfreundin.
Und er sich im Prinzip für deine Gefühle, für dein Herz, deine Vorstellungen und Sehnsüchte überhaupt nicht interessiert. Du bist ihm völlig egal, so einen Eindruck habe ich. Ja, schon ziemlich hart, das zu hören. Ja, ich glaube, ich will dir mal sagen, diesen Altersunterschied würde ich gar nicht ernst nehmen. Wenn das eine korrekte Beziehung wäre und alles gut läuft, dann würde ich sagen, na okay, komm, egal, der ist 24 und du bist 16, kann ja funktionieren. Aber so wie du es jetzt beschrieben hast, ist da aber auch alles schief, was man sich schief denken kann. Ich glaube, dass dieser Mann dich wirklich ausnutzt und vor allen Dingen auch deine Gefühle für ihn ausnutzt. Nämlich indem er einfach sich klammert, sich holt, was er gerne möchte. Aber wie gesagt, du ihm im Grunde genommen egal bist. Ja, aber ich sag mal, ich kann auch nicht Tschüss zu ihm sagen oder so. Und er hat ja auch schon öfters in dem Jahr, hat er ja gesagt, dass es vorbei ist und dass er seine Freundin über alles liebt und dass er mich nicht mehr sehen will. Und dann nach 2-3 Wochen hat er sich wieder gemeldet. Melanie, was willst du denn noch hören? Er sagt, er liebt seine Freundin über alles. Was willst du denn noch hören? Na ja. Nee, nicht ha ja, nicht ha ja. Der liebt dich nicht. Na ja, aber der liebt dich nicht. Mit dem wirst du keine Zukunft haben. Ja, wieso kommt er dann jedes Mal wieder an? Weil er Sex mit dir haben will. Und weil du so sehr praktisch bist. Und du wahrscheinlich ein süßes 16-jähriges Mädchen bist. Und das alles wunderbar praktisch ist. Da ist ein 16-jähriges süßes Mädel, das ihn anhimmelt. Ja, was will er denn mehr? Das ist der Grund, weswegen der kommt. Der kommt nicht, weil er irgendwie Gefühle für dich hegt. Große Gefühle für dich hegt. Und das Allerbeste wäre, Melanie, wenn du es schaffen würdest, ich weiß, wie schwer es ist, wenn du es schaffen würdest, und deine Freundin hat recht, die Freundinnen haben oft recht, weil die das genau beobachten können, um einen herum, was da los ist. Wenn du sagen würdest, nee, Schluss, ich mache es nicht mehr, ich will es nicht mehr. Ja. Weil du nämlich dein Leben dadurch auch so sehr blockierst. Ja, ich habe es aber schon öfters probiert und ich schaff's wirklich nicht. So, dann musst du es nochmal probieren. Irgendwann schafft man es. Und wenn man es 5-mal nicht geschafft hat, schafft man es vielleicht beim 6., 7., 8. Mal. Ja. Das ist doch auch völlig demütigend für dich, wenn er das immer zu sagt, hier, ich liebe meine Freundin über alles und wir sind verlobt. Ja, ich weiß, es tut mir schon sehr weh. Also ich sitze neben ihm und so. Und, ja. Und er telefoniert mit ihr und dann geht's, ich liebe dich und so. Und so macht er das, in deiner Anwesenheit sogar? Ja. Melanie. Du musst aber ganz, ganz schnell weg. Ganz schnell weg von dem Typ. Und jetzt kein Aber, bitte. Okay. Wie sehr willst du denn noch verletzt werden, dass du es kapierst? Der liebt dich nicht, der will dich nicht. Du bist ein Betthäschen für den. Ja. Ja. Ist hart, aber letztendlich, manchmal muss man sich das so hart vor Augen halten, um sich selbst vielleicht auch so einen Ruck zu geben in die richtige Richtung. Ja. Vertrau da mal auf deine Freundin. Ich glaube, die hat schon den richtigen Riecher in der Geschichte. Okay. Ja? Alles Liebe und alles Gute, Melanie. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050, Telefonnummer, freie Telefonnummer, kostenfreie Telefonnummer für euch. Heute Nacht haben wir auch eine freie Themensendung. Das heißt, ihr könnt euch melden mit jedem Thema oder zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Morgen sind wir schon um 11:45 im Fernsehen, im WDR-Fernsehen. Auch mit einer freien Themensendung. Und ab 11:15 könnt ihr anrufen. Mike, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, ja, Mike. Hallo. Ja, Mike. Ich grüße dich. Und was geht's bei dir? Guten Morgen. Also folgendes, ich weiß nicht, ob ich da anfangen soll. Ich leide im Moment unter einer Dauererektion, die mir selbst zu schaffen macht. Muss mal kurz zu fassen. Du leidest unter einer Dauererektion? Richtig. Die dir selbst zu schaffen macht. Mhm. Das ist mir klar, dass dir das dann selbst zu schaffen macht. Im Moment jetzt gerade auch? Nein. Das ist meistens nur, wenn ich mit einer Frau zusammen bin. Erzähl mal ein bisschen ausführlicher. Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Kreuzbandoperation gehabt und habe Thrombosespritzen bekommen. Ja. Und als Nebenwirkung waren dabei, da stand drauf, schmerzhafte Dauererektion. Ach. Und die habe ich auch 2-mal gehabt. Mhm. Und da hat der Arzt zu mir gesagt, sofort das Medikament absetzen. Ja. Und hat auch aufgehört über Jahre. Ja. Und dann auf einmal habe ich sie wieder gekriegt. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt, wie sieht das aus hier? Ich habe diese Dauererektion wieder, aber keine schmerzhafte. Moment mal, das hat aufgehört über Jahre? Ja. Und dann ist es wiedergekommen, ohne dass du das Medikament verabreicht bekommen hast?
Und dass ich das Medikament verabreicht bekommen habe, richtig. Wie viele Jahre lagen dazwischen? Ungefähr 2, 3 Jahre. Kann man ja kaum glauben. Und dann habe ich mich zum Arzt wieder hingegangen, habe ihm das gesagt, sagt er zu mir, nee, an dem Medikament kann es nicht liegen, das muss psychisch liegen. Mhm. Aber ich Probleme in der Beziehung hätte. Nee, ich sage, nee, habe ich nicht. Mhm. Ich wüsste nicht, woher es käme. Mhm. Wobei das ja eine kuriose Überlegung ist. Wenn ich Probleme in der Beziehung habe, dann kriege ich keine Dauererektion. Nein, er meint jetzt Versagensängste. Das aber dann er. Kriegt man dann eine Dauererektion? Dann kriegt man eher keine Erektion. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe mir das so erklärt, wie das im Moment bei mir ist. Und er meinte, das wäre psychische Probleme. So, jetzt erklär es mir auch mal, wie es im Moment bei dir ist. Wann tritt es auf, wie tritt es auf und so weiter? Wenn ich mit meiner Freundin intim bin, ja? kriege ich Erektion. Und ich kann mit der schlafen stundenlang, ohne dass sie abklingt. Ja. Aber auch ohne, dass ich einen Orgasmus kriege. Ja. Wie lange hält dann maximal dann die Erektion an? Entweder bis es mir wehtut oder ich aufhören muss. Wie lange dauert die Erektion in der Regel an? Wenn ich mit der zusammen bin, 3, 4 Stunden. Mhm. Und durch auftretende Schmerzen beispielsweise, dann geht's zurück? Ja, dann geht's zurück. Mhm. Nimmst du heimlich Viagra oder nein. Sowas? Nein, 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 nein. Gar nichts. Nein, nein. Oder mischt deine Frau dir vielleicht das irgendwie ins Essen oder so? Dieser Verdacht lacht mir auch schon nahe, dass da irgendwo was ist, aber auch nicht. Also damals hat sie zu mir gesagt, nein. Ja. Weil seitdem habe ich auch Probleme mit Frauen. Mhm. Weil viele haben damit Probleme, dass ich nicht kommen kann. Die meinen dann, es liegt an denen und ich kann erklären, das liegt nicht an euch, das liegt an mir, aber... Du bist im Moment aktuell aber in einer festen Beziehung. Nein, nein, in gar keiner. In gar keiner. Mhm. Das ist wirklich so, dass es dann über Stunden geht und du nicht zur Ejakulation kommst? Ja, richtig, genau. Mhm. Wie ist es, wenn du für dich alleine bist, wenn du dich selbst befriedigst? Funktioniert es da? Da klappt das. Da klappt es und da ist die Erektion auch nicht so lang anhaltend? Nein, 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 nein. Zwar so intensiv, aber nicht so lange, richtig. Das heißt, das, wovon viele Männer so träumen, dass sie lange sehr standhaft sein können, ist für dich wirklich eher unangenehm? Oder, ja. Da du auch gar nicht zu deiner sexuellen Lust kommst? Ja, richtig. Ja. Mhm. Und dadurch, weil ich eben weiß, dass es passiert, vermeide ich manchmal sogar eher sexuellen Kontakt. Ich habe auch schon mal ausprobiert, wegen der Frau, ob es vielleicht daran liegt, dass ich mal zu einer Prostituierten gehe, die ich kenne. Mhm. Und wir haben es ausprobiert und bei ihr ist es auch genauso. Da ist es genauso. Ist genauso. Mhm. Bist du denn auch sehr leicht erregbar, dass du schon bei den kleinsten erotischen Gedanken schon zu einer Erektion kommst? Oder ist das auch eigentlich alles so normal wie früher? Nee, ist eigentlich normal wie früher. Es kommt mal sehr oft auf die Situation an, ne? Also wenn ich jetzt einen Pornofilm gucken würde und würde dann mit der Frau schlafen, dann ist es nicht ganz so lange. Dann klappt das schon etwas eher. Ach. Aber ich kann mir da jetzt nicht nur nur Pornofilme und dann mit der Frau schlafen. Aber wie kann man, wie ist das denn erklärbar? Wenn ich weiß es nicht. Wenn du einen Pornofilm guckst und, und währenddessen mit einer Frau schläfst, dann hast du keine so lange andauernde Erektion. Nein, nein. Läuft da kein Pornofilm, hast du eine längere Ja. Ja, das ist aber äußerst komisch. Ja, ich war schon deswegen beim Seelendoktor und er sagt auch, psychisch, aber keiner kann mir genau sagen, was es ist, psychisch. Warst du denn schon mal bei einem, ganz normal, bei einem Urologen? Ja, war ich auch schon gewesen. Und was sagen die? Ja, die können auch nichts großartig, also organisch können sie nichts feststellen. Er wüsste nicht, woran es liegen könnte. Ich müsste zum Psychiater hingehen. Mhm. Also organisch ist alles abgeklärt? Alles abgeklärt. Wirklich alles abgeklärt? Alles abgeklärt, ja. Du warst dann beim Psychologen? Und der, wie oft warst du beim Psychologen? Ich habe 3 oder 4 Sitzungen gehabt. Ja. Und dann war mir das zu blöd, was der mir verklickert hat. Ja. Von Kindheitstrauma. Ja. Eben auch Versagungsängste und so. Mhm. Ich sage, guter Mann, ich sage, was erzählen Sie mir ja eigentlich? Mhm. Ich sage, es muss doch irgendwas anderes sein. Also, ich muss dir ganz offen sagen, Mike, dass ich so etwas noch nicht gehört habe. Ja, die meisten Ärzte haben davon noch nicht so großartig was von gehört. Ja, ich bin ja kein Arzt. Also, wenn die Ärzte das nicht mal gehört haben, bin ich natürlich völlig ratlos hier. Wir können nur die Sendung benutzen als Plattform, dass uns vielleicht die Leute mailen oder uns faxen, die irgendwie eine Idee haben oder die vielleicht einen fachkundigen Menschen kennen, der in diesem Bereich wirklich sehr versiert ist. Und das könnten wir dir weiterleiten. Ja, und genau deswegen hatte ich ja bei dir angerufen.
was war praktisch meine letzte Hoffnung, wo ich eventuell Zugriff drauf kriegen könnte, auf jemanden, der vielleicht was Ähnliches erlebt hat oder der weiß. Also ich weiß, dass wir sehr viele Zuschauer aus dem medizinischen Bereich in der Nacht hier bei uns haben, sowohl Ärzte, Therapeuten auch. Also wenn jemand jetzt uns mailt unter domian@wdr.de oder faxt unter 0800 220 50 51 und da was Interessantes bei ist, werden wir das an dich weiterleiten und vielleicht kommt ihr da zu Potte und dir kann geholfen werden irgendwie auf dem Wege. Das wäre toll. Ja. Weil also allmählich komme ich mit langer Pause in ihre Miet. Ne? Ich habe im Moment echt Angst, eine Beziehung einzugehen, dass wir scheitert daran. Ja. Gut. Also Mike, wenn jemand von den Zuschauern und Zuhörern eine Idee hat, dann reichen wir das gerne an dich weiter. Und wir werden uns mit dir auch nochmal in Verbindung setzen, weil mich das auch sehr interessiert, was daraus geworden ist. Das wäre klasse. Okay? Alles klar, ich danke. Alles Gute, Mike. Tschüss. Okay, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Detlef, 50 Jahre alt. Nee, nicht Detlef, nee. Das war die Hiltrud. Aber Detlef ist auch bei dir, ne? Ja, Detlef ist bei mir, genau. Ich sehe es nämlich hier, steht Detlef und Hiltrud. Ja. Hiltrud ist 40 Jahre alt. Jawohl. Und bei mir jetzt an der Strippe. Ja. Und um was geht's denn? Ja, wir haben ein Problem, dass wir aufgrund deiner Sendung öfter Streit miteinander kriegen. Warum? Ja, und zwar kommt es ja immer wieder vor, dass bei dir Leute anrufen, die in einer festen Partnerschaft leben. Mhm. Und jetzt ist es egal, ob Mann oder Frau, einen Geliebten, eine Geliebte nebenher haben. Mhm. Und du denen dann immer wieder den Rat gibst, sie sollen das also in ihrer festen Partnerschaft, sie sollen das sozusagen beichten. Mhm. Und sie sollen sich entscheiden, ob sie denn nun ihre Partnerschaft weiterleben wollen oder ob sie sich trennen wollen, um in dieser Freundschaft mit diesem Geliebten weiterleben zu wollen. Oder ob man eine unkonventionelle Lösung findet und der Partner das toleriert, dass dann noch jemand anders ist. Ja, okay. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass in den meisten Fällen das der Partner nicht unbedingt toleriert. So, ja. Mhm. Und ich finde diese Meinung von dir eigentlich irgendwie richtig gut, weil ich denke, man muss treu sein in der Partnerschaft und man sollte nicht unbedingt fremd gehen. Und mein Partner findet das unmöglich. Der findet das unmöglich? Ja. Der sagt also, man soll das verheimlichen. Ja, weil er sagt, also wenn doch 90% der Beziehungen in Ordnung sind, also der Alltag, den man ja nun auch hat miteinander, wenn der doch gut läuft und nur es in der Sexualität aus irgendwelchen Gründen nicht klappt oder gewisse Praktiken nicht ausgeübt werden können, warum soll man dann diese 90% aufgeben, nur um diese 10% leben zu können? Was antwortest du ihm dann? Ja, ich werde dann mal etwas säuerlich, weil ich immer denke, also man muss auch Opfer bringen in der Partnerschaft. Ja, also man soll natürlich erstmal drüber reden. Vielleicht kann man sich ja irgendwie einigen oder irgendwie miteinander Mittelwege finden. Aber wenn es denn jetzt nun partout etwas ist, was man selber gar nicht mitmachen will, dann, also man kann in der Partnerschaft nicht immer alles haben. Ja. Partnerschaft bedeutet eben auch mal auf irgendwas zu verzichten, dem anderen zuliebe. Ja, so sehe ich das ja eigentlich auch. Ja, genau. Und ich sag, wir sind uns da ja auch sehr einig. Aber mein Partner nicht. Und jedes Mal, wenn dieses Thema auf den Tisch kommt, dann gibt's Streit. Kommen wir nicht ins Bett. In Ist denn der Detlef bereit, ein paar Worte mit mir zu reden? Ja, natürlich ist er dazu bereit. Dann möchte ich ihn gerne haben. Wir reden gleich nochmal, Hiltrud. Ja, ist okay. Ja, hallo Domian. Da ist er, hallo Detlef, ich grüße dich. Also ich bin jetzt schon informiert, um was es geht und ich bin informiert über deine Meinung. Ja. Hast du denn Dreck am Stecken? Nö, ich denke nicht. Nö. Wobei das natürlich jetzt auch eine heikle Frage ist, ne? Weil du würdest es ja eigentlich auch dann gar nicht beantworten, ehrlich. Ja, wenn es so sein würde, ich weiß es nicht. Ich will dich jetzt nicht in Bedrohung bringen. Lass uns allgemein und theoretisch darüber reden. Ja. Ich finde, das, was Hiltrud gerade gesagt hat, dass man halt auch ein Opfer bringen muss in der Beziehung und vielleicht auch Verzicht üben muss für eine Beziehung, finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Einstellung, eine richtige Einstellung. Warum siehst du es anders? Die ist sehr wohl bedenkenswert, aber es ist natürlich auch so, damit kann man natürlich auch anderen Menschen eine Gefangenenmauer machen. Eine was? Eine Mauer der Gefangenschaft machen. Ja, ja. Du meinst, wenn die Sehnsucht des anderen zu groß ist für irgendetwas? Ja. Ist im Prinzip auch nicht nur auf Sexualität begrenzt. Wenn jetzt irgendein Mensch, was weiß ich, unbedingt Tennis spielen wollte oder in irgendeine Partei eintreten wollte oder so, wäre das im Prinzip das gleiche Problem. Nur ist natürlich die Sexualität sehr viel näher dem. Das ist eben nicht das gleiche Problem. Wenn deine Partnerin gerne Tennis spielen möchte,
Darüber kann man ja ganz offen reden und dann sagt man, okay, geh du Tennis spielen. Ich mag das ja nicht. Ja. Wenn man aber andere sexuelle Erfahrungen machen möchte, ja, geht man damit ja eben nicht so offen um. Wenn man das täte, wäre es ja auch noch okay, aber die meisten können das ja nicht oder wollen das auch nicht. Ja, also ich würde deiner Haltung, die du da oft vertrittst, bei entsprechenden Fragen bis zu dem Punkt folgen, wo du sagst, diese Geschichte sollte, wenn sie dann stattfindet, in Offenheit und Ehrlichkeit stattfinden. Mhm. Gut, nun hat es verschiedene Fälle gegeben, gerade in der letzten Zeit, die wir so hier mit beobachtet haben, wo genau das aus irgendwelchen Gründen nicht klappte, nicht gemacht werden konnte. Ja. Und dann die Frage entstand, was dann? Wenn der Partner eben für so eine Offenheit gar nicht bereit ist, soll man es ihm dann verschweigen oder muss man es dann sein lassen? Und in einer der letzten Sendungen, die du gemacht hast, hast du dann gesagt, ja, dann musst du dich eben von der Partnerin trennen. Mhm. Wenn dir die Sexualität mit irgendwelchen anderen Menschen so wichtig ist, dann musst du dich trennen von der Partnerin. Und das war ausgerechnet ein Mann, der auch gesagt hat, dass seine Ehe auf allen denkbaren Ebenen gut funktioniert. Ich glaub, und da habe ich dann gesagt, warum zum Teufel soll deswegen dann 90% der Ehesubstanz weggeworfen werden? Ich glaube, du spielst auf den Fall an, den wir vor ein paar Tagen hatten. Ja, genau. Da hatte der Mann drei Frauen nebenher. Ich glaube, ja. Das war der, ne? Kann sein, ja. Ich glaube, das war das. Weißt du, warum ich das immer so rigoros sage, Detlef? Mhm. Weil ich es als so bedrückend empfinde in einer Partnerschaft, vor allen Dingen, wenn man sich sehr liebt und wo eigentlich sehr viel Vertrauen da sein sollte, wenn man so ein Lügengebäude aufbaut. Ja, ja klar, natürlich. Das sehe ich auch. Und es gibt ja immer mehr Lügen, wenn man so etwas parallel laufen hat. Ja. Einerseits. Andererseits, wie verletzend das für den Partner, den ich eigentlich liebe, ist, wenn es dann doch irgendwie rauskommt. Und ganz viele Sachen kommen durch blöde Zufälle raus. Es kann immer wieder was ganz Verrücktes passieren. Das ist richtig. Aber wenn so eine Konstellation da ist, aus welchen Gründen auch immer, wird es immer Verletzungen geben, bei dem einen oder bei dem anderen. Man wird die Verletzung nicht vermeiden können. Und wenn es gelingt, so eine Sache wirklich nur für sich zu machen, ohne dass die ursprüngliche Partnerschaft tangiert wird. Darf ich da was gleich mal einhaken? Ich glaube ja, dass das nie gelingt, dass man das ganz für sich macht. Ich glaube, selbst wenn man es ganz strikt geheim halten kann, dass es auch eine Auswirkung auf die Partnerschaft hat. Dass es eine Ausstrahlung auf die Partnerschaft hat, auf das Verhalten, dass es eben doch weitere Kreise zieht. Und das finde ich eben auch schlimm. Ja, aber die Frage ist, und da stimme ich nicht mit dir überein, ob diese Auswirkung dann naturgemäß nur negativ sein kann. Also da würde ich zumindest auch andere Möglichkeiten sehen. Mhm. Jedenfalls nicht diesen Automatismus, den ich in deinen Antworten auf diese Probleme oft raushöre. Aber wir nehmen nochmal den Fall von vorgestern. Da ist ein Mann, der drei andere Frauen nebenher hat und der sagt, meine Ehe ist zu 90% in Ordnung. Ja. Da würdest du tatsächlich sagen, okay, der soll das weiterlaufen lassen? Also ich würde den natürlich sehr befragen, wie das nur so ist mit den 90%, ob der da sich oder anderen nichts vormacht und was da sonst noch so ist. Das kann man natürlich in so knappen Gesprächen wie jetzt mit dir gar nicht wirklich erörtern. Da sagst du übrigens ein gutes Stichwort. Ich glaube auch, dass diese Aussage, 90% ist alles in Ordnung, auch oft geschönt ist. Ja. Ne, dass da vieles dann doch im Argen schon liegt und man das aber auch nicht so wahrhaben möchte. Auch aus Angst, vielleicht so etwas Gewohntes zu verlieren, was einem lieb und gewohnt ist einfach. Ja. Ja. Ja gut, da sind wir ein bisschen anderer Auffassung, Detlef. Aber du verstehst meine Haltung, ich verstehe auch deine Haltung, wir kommen uns dann nicht so richtig näher. Ja, ich habe auch nichts gegen Streit und gegen verschiedene Auffassungen. Ja. Soll ja auch so sein. Also ich finde einfach so schön, die obere Maxime, wenn man mit jemandem zusammen ist, den man wirklich ehrt und liebt, dass man auch wirklich in allen gravierenden Dingen des Lebens auch ehrlich dem gegenüber ist. Auch wenn es schwerfällt manchmal. Ja. Ich glaube, das ist die beste Grundlage für eine lange funktionierende Beziehung. Richtig. Nur dann ist eben das Problem überhaupt erst da, wenn diese Ehrlichkeit zumindest nicht sein kann, wenn man seine eigenen Ziele weiterverfolgt. Ja. Und an dem Punkt entscheidet sich dann, wie mache ich es oder wie mache ich es nicht. Genau. Gebe ich einfach meine eigenen Wünsche auf? Ja. Ist das die Lösung? Das meine ich nicht. Jetzt muss ich dich aber dennoch fragen, wenn du das so offensiv vertrittst, wie würdest du dich denn Hiltrud gegenüber verhalten, wenn du jetzt plötzlich andere Gelüste bekämst? Würdest du das genauso machen und das geheim halten? Nee, ich würde das zunächst mal äußern. Dann würde ich sagen, ich habe also diese und jene Interessen und jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen, was wir damit machen. Ja.
Und setzen wir mal den Fall, sie würde sagen, ja, ist okay, mit Bauchschmerzen akzeptiere ich die Sache, dann wäre es irgendwie okay und ich würde es versuchen so zu gestalten, dass es dann okay bliebe. Nur wenn sie jetzt sagen würde, nee, das akzeptiere ich also auf gar keinen Fall, dann würde ich in Schwierigkeiten kommen. Ah, ja. Und dann würde ich zumindest in der Tendenz, sage ich jetzt mal, sagen, ich werde versuchen, meine Interessen weiter zu verfolgen, um möglichst wenig Scherben zu hinterlassen. Ah, ja. Aber auf jeden Fall erstmal es ansprechen und es ja, offen auf den Tisch legen. Ja, klar, natürlich. Na gut, das ist ja schon mal ein guter Anfang, finde ich. Detlef, gibst du mir die Hiltrud nochmal? Ja, mach ich. Alles Gute, schön, dass wir miteinander geredet haben. Bis tschüss. Hallo. Also er hat eine ganz andere Auffassung, ne? Ja, total. Ja, total anders. Aber was mich ein bisschen beruhigt hat, war gerade die letzte Antwort, dass er sagte, er wird es auf jeden Fall ansprechen. Ne? Ja, damit ist schon klar, aber... Aber bist du denn nicht doch ein bisschen misstrauisch bei ihm? Natürlich. Ja, ne? Wäre ich auch. Ehrlich gesagt, wenn ich du wäre, wäre ich auch. Das ist natürlich auch die totale Panik ständig für mich. Ja, ja. Wie lange seid ihr zusammen? 4 Jahre leben wir zusammen. Aber da ich seine Einstellung kenne, ist es natürlich auch nicht immer ganz einfach. Ja. Ich hoffe, dass ihr beiden euch nicht mehr so oft ärgern müsst hier über meine Sendung. Ärgern uns ja nicht wirklich, aber wir kommen dann oft in Diskussionen und in Gespräche. Aber wahrscheinlich siehst du es als Frau auch noch gravierender, dieses Beispiel von vorgestern. Ja. Ich fand das ja unglaublich. Ne? Für mich war das ganz furchtbar. Ja. Also ich finde das immer so furchtbar. Ja, wenn man sich dann in die Partnerin hineinversetzt, ne, und die das dann irgendwann erfährt. Das ist so schlimm für die, finde ich, und so verletzend. Das tut so weh. Ja, ich finde, diese Heimlichtuerei ist viel schlimmer, wie wenn jetzt der Partner kommt und das gleich sagt. Das ist zwar auch schlimm, aber wenn ich das erst ein halbes Jahr später erfahre, dann gibt es, glaube ich, auch keine Rettung mehr. Gut, aber Detlef will es ja gleich sagen. Insofern ist das ja alles noch okay. Ja. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, Hiltrud. Simon, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, ja, hallo. Hallo Simon, und was geht's denn bei dir? Ja, also mein Problem ist, dass ich ein etwas, ja, ich sag mal, also andere sagen, einen sehr verrückten Zukunftswunsch, Zukunftsplan habe für mein Leben. Du willst Astronaut werden? Nee, also Nein. Das wäre ja nicht verrückt, das wäre höchstens unmöglich. Du willst amerikanischer Präsident werden? Nee, also das bloß nicht, nein. Das ist ja auch unmöglich. Nein, aber mit Amerika hat es in Grenzen schon zu tun. Da liegt doch nicht mal falsch. Aha. Ja, und zwar ist es so, dass ich war schon immer ein großer Fan von diesen 80er und 90er Jahren Actionserien aus dem amerikanischen Fernsehen. Ja. Und hab die mit meiner Oma zusammen gesehen und hab jetzt vor kurzem per Zufall... Was? Mit der Oma zusammen gesehen? Ja. Aha. Weil die immer die Männer ganz toll fanden. So, ne? Ah ja. War immer ganz witzig. Naja, auf jeden Fall, mein Problem ist, da ich dann vor kurzem per Zufall im Internet gesurft habe und auf die Website vom BKA gekommen bin und gesehen habe, dass dort Leute gesucht werden, auf deren Festnahmen also wirklich astronomische Belohnungen ausgesetzt sind. Mhm. Und hab dann mich per Zufall an eine Serie erinnert namens Renegade von 95, sowas um den Dreh, die um Kopfgeldjäger handelte und dann schoss mir so durch den Kopf, warum nicht? Dass du Kopfgeldjäger, du willst gerne Kopfgeldjäger werden? Ja, zumindest was in die Richtung, ja. Ja, ja, ein bisschen ungewöhnlich ist es schon, ich habe noch keinen kennengelernt bisher. Ja. Kopfgeldjäger klingt ja auch sehr brachial. Heißt das, man muss die umbringen oder was? Nein. Also, Gott will. So, nein, also das ist so, man muss die schon lebend fangen, um die Belohnung überhaupt zu bekommen, also in Amerika. Im Klartext ist das eine Art Detektiv, ja. Privatdetektiv, aber auf der härteren Ebene so? Ja, man muss halt die Leute aufspüren, ja. Überwältigen, festnehmen und dann bei der nächsten Polizeistation abliefern. Ach so, man muss die persönlich sogar abliefern. Ja, ja. Das heißt nicht, man gibt denen einen Tipp, hier, der hält sich in dem Hotel auf, das reicht nicht. Also zumindest in Amerika nicht. In Deutschland weiß ich jetzt nicht, aber da steht ja auch häufig, dass die Belohnungen für Hinweise ausgesetzt sind. Ich glaube, hier würde es sogar noch reichen. Das wäre auch eher meine Idee, weil also ich bin nicht von der Statur her gerade jetzt Rambo und lebensmüde auch nicht. Ja. Und deswegen sage ich mir dann eher, wenn, würde ich die dann aufspüren und dann, wenn ich sie habe, dann die Polizei benachrichtigen. Was gibt's denn da für Kohle? Was ist denn da so ausgeschrieben in Amerika? Bleiben wir mal in Amerika. Also in Amerika, da fängt's an bei 5.000, kann aber hochgehen bis 100.000, teilweise auch Millionenbeträge. Ja. Ja, wenn man also, Top-Terroristen zum Beispiel ausfindig macht, ne? Genau, das ja da gibt es dann Millionen für und also in Deutschland, da fängt es auch an so bei 5.000 Euro. Ja. Aber und geht dann, das ist so der Normalstandard, sag mal, und dann geht es hoch aber bis 20.000, 200.000 Euro, habe ich auch schon gesehen. Das ist jetzt das Geld. Das ja. Klingt natürlich erstmal verlockend. Aber die Konkurrenz ist wahrscheinlich groß. Es gibt genügend Leute, die sich in diesem Schwarzmarkt, sage ich mal, rumtummeln. Da musst du natürlich dann auch einiges erstmal an, wahrscheinlich an Ausbildung hinlegen, ne?
Für dich so? Nein, also soweit ich weiß, ich habe mich da auch mit Leuten drüber unterhalten und also soweit ich das weiß, in Deutschland ist das gar nicht erlaubt. Das ist das größte Problem noch dabei. Mhm. Weil also in Deutschland ist ja sowieso Waffenwissen und so auch sehr schwierig. Natürlich, aber du kannst ja Privatdetektiv sein, das gibt es ja bei uns auch. Ja, schon, aber das ist halt was anderes. Und also Kopfgeldjäger braucht, also zumindest in Amerika, braucht man eine Lizenz auch richtig dafür. Das ist ein richtiger Berufszweig. Ja. Und in Deutschland ist das, soweit ich weiß, gar nicht erlaubt. Und naja, auf jeden Fall. Das heißt, du wirst nach Amerika gehen und das da machen, oder? Nee, ich werde das schon in Deutschland machen. Aber wie wär's denn dann erstmal mit einer soliden Ausbildung vielleicht in der Richtung, um dann eventuell mit der entsprechenden Erfahrung zu sagen, okay, jetzt mache ich mich selbstständig und gehe in die Richtung? Ja, das Problem ist halt nur Ausbildung. Also ich sag mal, ich habe jetzt gerade mein Abitur gemacht. Ja. Und also jetzt geh doch erstmal zur Polizei. Ja, habe ich auch überlegt, aber um ehrlich zu sein, ich bin nicht gerade ein großer Fan unserer Gesetzeshüter. Du bist kein Fan der Gesetzeshüter, willst aber im Namen des Gesetzes irgendwelche Leute jagen? Ja, das Problem ist halt, also Polizei ist halt immer so dann, dass man irgendwie so das Gesetz im Nacken hat. Und ich sag mal, dass man in vielen Fällen einfach auch mal gelegentlich dann das Gesetz zum Beispiel, ich sag mal, dehnen muss auch. Und gerade als Polizist ist natürlich auch so, dann ist das mein Job, die Belohnung kann ich mir dann auch abschminken. Und ich habe ja gesagt, dass es vielleicht erst mal lernen, solide alles lernen sollst, und dann kann man ja von da aus, kann man ja weitergehen. Das ist ja ein bisschen utopisch und vielleicht auch naiv zu sagen, ich habe das Abitur gemacht und werde Kopfgeldjäger in Amerika. Das ist eher Fernsehen, ne? Das ist eher Fiction. Ja, schon. Ich sag mal nur, ich möchte einfach auch nichts mehr lernen, weil ich habe jetzt 13 Jahre gelernt und irgendwie reicht mir. Ich möchte doch mal ein bisschen was in meinem Leben erleben und einfach auch mal irgendwie, ich sag mal, was Abenteuerlicheres machen. Aber das klingt jetzt ein bisschen sehr, sehr naiv, muss ich ja sagen, Simon. Wenn du sagst, ich will jetzt nichts mehr lernen, ich will was Abenteuerliches machen und sprichst so einen Bereich an, wo wirklich mit härtesten Bandagen gekämpft wird, kannst du, kleiner Abiturient, mit Sicherheit nichts reißen. Ja, ich weiß nicht. Also ich sag mal, ein guter Schütze bin ich eigentlich schon und ich sag mal... Naja, also ich bin froh, wenn wir nicht so viele gute Schützen haben, nach dem, was wir heute erlebt haben in Bayern. Es ist schon schlimm genug, dass Jugendliche mit Waffen überhaupt in Kontakt kommen. Ja. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, genau. Ja, Simon, er will nichts mehr lernen, er will nur das große Abenteuer und das große Geld erleben, ne? So? Ja, und die Frauen dabei. Und die Frauen, natürlich. Natürlich, die Frauen auch noch, ja. Ja, dann leg mal los, vielleicht holst du dir ein paar blaue Flecken und eine krumme Nase und dann kommst du doch auf den Weg, dass du erstmal das peu à peu irgendwie lernen musst. Ja, wer weiß. Ne, wer weiß. Alles Gute, Simon. Gut. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zusehen. In der Technik war Ove Petersen. Wir sind morgen um 11:45 im Fernsehen, im WDR-Fernsehen. Nach dem Kanzlerbungalow und ab 11:15 könnt ihr uns schon anrufen. Wir haben morgen auch wieder eine freie Themennacht und ja, ihr könnt euch dann mit jedem Thema bei uns melden, unter anderem auch per E-Mail unter domian@wdr.de. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und eine schöne Nacht und sage Tschüss und Bye-bye, bis morgen.